Hallo und willkommen zur Hessenschau am Fastnachtsdienstag. Wir haben heute Närrisches und Ernstes in der Sendung und nicht ganz so Ernstes. Wir zeigen, warum Kasseler Schüler demnächst in der Sesamstraße in die Schule gehen können. Wir gucken, wie ist die Stimmung vom großen Champions-League-Spiel der Frankfurter Eintracht. Hier sehen wir schon die Fans von Neapel. Und wir starten natürlich erstmal mit den Fastnachtsumzügen von heute. Klar Paris, so wird der Frankfurter Stadtteil Heddernheim genannt. Alles ein bisschen kleiner, enger, familiärer als beim großen Umzug am Sonntag in der Stadt, aber mit genauso viel guter Stimmung, vielen attraktiven Zugnummern und so mancher Prominenz. Huch, ist das Queen Elizabeth? Nee, dann wäre sie auferstanden, wohl im falschen Ort. Hier ist klar Paris und nicht London, mit Karacho bunt und schräg zurück. Ganz schön schräg. Gretscher? Also bei uns fängt Fasching Anfang des Jahres an und hört eigentlich nie auf. Das sind die Kretscher. Und es kretscht richtig stark heute. Es schieben sich wieder die Massen durch die kleinen Straßen des Frankfurter Stadtteils Heddernheim. Trinkfest, bunt und besonders gut gelaunt. Klar Paris mit mehr als 100.000 Besuchern. Bei dem Wetter freut man sich natürlich noch mal doppelt so viel, ne? Weil ja, die Stimmung ist gut, die Musik ist gut, die Leute sind gut. Und ich denke, es wird bestimmt auch viel los sein heute. Also wir freuen uns und sind bereit. Viele konnten es kaum erwarten nach 2 Jahren Pause. 7 große Vereine wandeln mit 111 Karnevalswagen einen Stadtteil zur kleinsten Welthauptstadt des Frohsinns um. Zu gut und endlich wieder, sagt die Zuggemeinschaft. Weil wir immer so ein Wetter bestellen. Jedes Jahr aufs Neue, weil der Fastnachtzug gut besucht ist, weil er bunt ist, weil er immer neue Figuren trägt. Das Prinzenpaar von den Socken. Fast wie vor Corona. Die Stimmung ist wieder, sagen wir mal, knallig. Und ganz schön närrisch auch die Ausstattung. Die Kamellen für jeden Wagen müssen die Wagenausstatter selbst finanzieren. Allein im Statthalterwagen genug Süßes für 500 Euro. Zum Wegschmeißen. Wenn das die Römer wüssten, die alten Ahnen. Vielfalt hat hier nämlich große Tradition. Römer sind wir, weil wir hier ursprünglich ganz früher das Städtchen Nida waren. Eine römische Bastion, Festung, weiß ich jetzt nicht genau. Der Ursprung ist römisch. Und da in Frankfurt ein Prinzenpaar existiert, haben wir damals gesagt, wir haben die Fastnacht ja schon viel länger gefahren, haben wir gesagt, okay, wir geben den Frankfurter das Prinzenpaar und dafür kriegt klar Paris einen Statthalter. Klar Paris heißt auch Klar Paris, weil man es den alten Preußen, die ab 1866 Frankfurt einnahmen, richtig zeigen wollte. So frei, so leichtherzig, so bissig und fröhlich sei es hier, hieß es damals. Das sei wie in Paris. Da gibt sich sogar der Karnevalsprinz von Frankfurt die Ehre. Klar Paris ist ein ganz geiler Ortsteil und wir machen eine ganz geile Fastnacht. Und jeder, der noch nicht hier war, muss immer hierher kommen. Wie gesagt, es ist laut, es knallt und kretscht ganz schön dieses Jahr. Kretscher? Hello, hello, hello! Auch in Dieburg gab es heute endlich wieder einen Umzug. Der ist bekannt für seine schönen, selbstgeschneiderten Kostüme. Ich war schon mal als Reporter da und wollte es gar nicht glauben, dass die tatsächlich jedes Jahr wieder neu gemacht werden. Also wirklich sensationell, ich kann nur sagen, Respekt. Und wir gucken jetzt mal, was es dieses Jahr so alles gibt. Kein Hellau und kein Alaf. Nein, in Dieburg rufen sie Ella! Ella kommt daher, dass in früheren Zeiten die Leute die Gänse gelockt haben mit Ella, 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 Ella. Kommt auch in einem Lied vor. Dazu gleich mehr. Vorher lernen wir aber noch das diesjährige Prinzenpaar kennen. Sven der Erste, Lichtgestalt von Lux und Ohm, Bambelschnut der Telekom. Franziska die Erste, Doppellotsche, Weidmannsböppsche, Hotte Hü, Queen Gala Däppchen. Wir sind eine absolut nicht politische Fastnacht, also wir haben keine Politivwaren oder irgendwas in der Art. Wir haben wirklich, ich glaube, über 60 selbstorganisierte Fastnachtsgruppen, die hier mitlaufen und die sich jedes Jahr ein eigenes neues Motto ausdenken. Kreativ sind sie hier in Dibosch. Das ist klar zu sehen. Hier steckt viel Liebe zum Detail. Wir suchen unser Motto aus und dann setzen wir das um. Wird Stoff gekauft, die Zutaten und dann wird genäht.
Das Motto in diesem Jahr? Mary Poppins. Rund 75.000 Zuschauer waren heute in Dieburg dabei. Für einige hier nicht nur närrisch, sondern auch mit besonderer Bedeutung. Der ganze Spaß, die Freude und die ganzen, die so schöne Kostüme hier jedes Jahr haben, das ist so schön. Und wir haben Hochzeitstag. Und ich war vor 52 Jahren, war ich auch mal Prinzessin. Seither hat sich einiges verändert. In diesem Jahr die Zugnummern, statt 111 nur 99. Wir haben als Veranstalter halt eine gewisse Deadline, wo wir sagen müssen, jetzt bitte verbindlich anmelden. Und das war bei manchen Fußgruppen einfach zu spät. Das war im Dezember, wo wir gesagt haben, egal was kommt, wir machen's. Aber 99 Nummern, ist doch immer noch klasse, oder? Eine Klasse für sich ist er, der Umzug in Dieburg. Und wie versprochen, hier noch das Lied, nach dem die Dieburger wohl ihren Faschingsruf herhaben. Die Ela und die Gänsersche, die have a lange Schwänzersche und das Hin und das Her und die Lichtputzscher und das Hügel und das Krabbel und dem Stasch sein Schnabel. Ei, du auch das hier ist ein Fastnachtsbrauch. In Espenschied, einem Ortsteil von Lorch am Rhein, da gibt es das sogenannte Halfeuer. Unser Kollege Bernd Arnold ist jetzt da. Bernd, ich dachte, ich kenne schon alles in Hessen, aber vom Halfeuer habe ich noch nie was gehört. Ja, und der Begriff ist auch seltsam. Das ist tatsächlich ein Halfeuer. Hal ist dieses Gerüst hier, diese Konstruktion. Aber im ganzen Ort konnte mir keiner sagen, woher dieses Wort denn kommt. Die Alten nicht und die Jungen nicht. Dabei gibt es ein Hallied und einen Halbuben. Es gibt mehrere Halbuben, aber der Dominik ist ein Halbub. Wie wird man zu einem Halbub und was macht der Halbub? Naja, wenn man hier aufwächst, wird man quasi automatisch zum Halbub. Und als Halbub baust du den Hal, du läufst danach durchs Dorf und kriegst an jedem Haus einen Schnaps. Singst das Hallied, das ist Halbub sein. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie dieser Hal tagsüber aussieht, denn wir waren ja heute Nachmittag schon mal da, also eine irre Konstruktion. Beschreib uns doch mal bitte, wir haben übrigens gleich gesagt, du, reden wir miteinander, sprechen uns mit du an, es war gleich das erste Angebot, deswegen ausnahmsweise mal, Dominik, beschreib doch mal, was das für eine Konstruktion ist. Also im Endeffekt ist das ein Holzturm, der quasi, wir bauen quasi erstmal so eine Art Fundament auf und dann ziehen wir an den Seiten diese Hochstangen hoch und dann bauen wir uns Schritt für Schritt Tannenbaum für Tannenbaum hoch. Wo guckt ihr die Bäume her? Aus dem Wald hat mir jemand gesagt, der Städter weiß nicht, wo die Bäume herkommen, aber wer gibt die euch? Genau, also richtig erstmal, die Tannenbäume selber kriegen wir aus den umliegenden Dörfern und die Stangen letztendlich kriegen wir hier aus dem Wald. Da sagt uns der Förster, welche wir nehmen dürfen und dann holen wir die. Der Halbub ist eine lange Tradition. 50 Jahre lang gab es nur Halbuben und jetzt gibt es ein Halmädchen, die Nadine, zum ersten Mal. Also es tut sich was hier im Ort. Wie wird man zum Halmädchen? Zum ersten muss man sich dafür bewerben oder hat man sie einfach vorgeschlagen? Also eigentlich bin ich einfach mal mitgekommen, weil ich fand es halt cool und habe dann quasi die Jungs ein bisschen überredet dazu, dass ich halt mitmachen darf. Aber wir mussten auch eine Mutprobe machen, also man musste rohe Eier trinken. Das war halt die Voraussetzung. Also fast ein bisschen so wie Dschungelcamp bei einer Veranstaltung. Da wurde mir gesagt, 200 Leute, bisher Rekord. Ich sag mal, das hier sind mindestens 400. Ein paar sind etwas weiter weggegangen, denn es ist unwahrscheinlich heiß. Wir könnten hier in Badehose und Bikini stehen, aber also Wahnsinn. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ich habe gehört, das geht ja hier nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Wochen, sondern seit November wird dieses Ding aufgebaut. Was hast du dazu beigetragen? Also wir haben halt die Bäume aus dem Wald geholt, da habe ich mit halt Trecker gefahren zum Beispiel, Tannenbäume eingesammelt aus den ganzen Dörfern. Also und dann halt das auch anfangen zu bauen. Ich bin halt eine Frau, ein Mädel, das hat halt nicht so viel Kraft wie die Jungs, aber ich versuche halt mein Bestes und dann geht das schon irgendwie. Und ab jetzt müssen Sie sich was Neues überlegen, denn in den nächsten Wochen gibt es ja kein Halfeuer, deswegen muss die Dorfjugend am Samstag gucken, was sie macht. Also Langeweile wird es geben, aber im nächsten Jahr geht es wieder los mit dem Halfeuer. Jeden Samstag ab November wird es wieder aufgebaut und damit, mit diesem Blick, wollen wir uns verabschieden, mit diesem schönen, wärmenden Blick. Tolles Bild. Vielen Dank, Bernd Arnold. Kein Alkohol am Steuer, klar, aber halten sich alle dran, gerade jetzt in den närrischen Tagen? Im Moment sind ja viele, die als Polizist auf den Straßen rumlaufen, nur kostümiert. Aber spätestens, wenn der nette Beamte sagt, pusten Sie doch mal ins Röhrchen, ich glaube, dann sollte da klar sein, der ist echt.
Gestern Abend in Frankfurt. Die letzten Narren sind auf dem Weg nach Hause. Wer sich betrunken ans Steuer setzt, für den könnte der Spaß spätestens in dieser allgemeinen Verkehrskontrolle zu Ende sein. Wenn an Rosenmontag der Alkoholpegel steigt, sinkt bei einigen die Hemmschwelle, betrunken Auto zu fahren. Es ist ja auch bekannt, dass wir zu solchen Anlässen vermehrt kontrollieren. Das kündigen wir auch im Vorfeld an, aber dennoch ist der eine oder andere unbelehrbar und setzt sich da auch alkoholisiert und unter Einfluss von Drogen hinter Steuer. 23 Uhr auf der Darmstädter Landstraße. Anja Neubauer nimmt einen Sprinter ins Visier. Der Beifahrer zeigt ihr auch den Laderaum. Es stellt sich heraus, auf den Mann ist ein Haftbefehl ausgeschrieben. Warum, wissen die Beamten nicht. Er müsste also ins Gefängnis oder eine Geldstrafe zahlen. Das Landeskriminalamt wird kontaktiert. Alkoholisierte Narren gehen den Beamten an diesem Abend nicht ins Netz. Zu kontrollieren gibt es trotzdem genug. Dieser junge Mann ist mit türkischem Führerschein unterwegs, obwohl er den nach 6 Monaten Aufenthalt in Deutschland hätte umschreiben lassen müssen. Für ihn ist die Fahrt damit zu Ende. Das Auto bleibt hier, Bekannte müssen den Mann abholen. Weiter geht es dagegen für den Beifahrer des Sprinters. Es stellt sich heraus, dass er eine Ratenzahlung für seine Geldstrafe vereinbart hatte. Wie ging es jetzt weiter für ihn? Wir haben jetzt alles aufgeschrieben, damit wir noch mal nachkontrollieren können, ob das auch alles stimmt, was er hat. Wir haben seine Daten, seine Anschriften, wo er wohnt, wo er gemeldet ist. Und dann, wenn das nicht so ist, wie er es uns geschildert hat, dann ist morgen eine Streife da und vollstreckt dann den Haftbefehl. Von den 48 kontrollierten Personen war niemand mit Alkohol am Steuer unterwegs. Viele Narren haben scheinbar ausgelassen gefeiert und sind danach vernünftig nach Hause gefahren. Ja, toll, hätten wir gar nicht so erwartet in der Redaktion. Es geht leider nicht nur fröhlich zu in der Fasnacht. Darum geht's jetzt in den Nachrichten mit Claudia. Ja, bei 2 Messerattacken nach dem Rosenmontagszug in Fulda sind 4 Menschen schwer verletzt worden, einer lebensbedrohlich. Die Taten geschahen unabhängig voneinander. Gegen 21 Uhr im Kneipenviertel in der Karlstraße und auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Rosengarten. Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren im Großeinsatz, nachdem der Rosenmontagszug in Fulda selbst noch friedlich über die Bühne gegangen war. 2 mutmaßliche Täter seien bereits gefasst worden. Bei beiden Taten seien Streitereien eskaliert, so die Polizei. Und nach einem Streit soll in Büdingen im Wetteraukreis ein 65 Jahre alter Mann seine 63 Jahre alte Lebensgefährtin umgebracht haben. Zur Art der Verletzungen und der möglichen Todesursache machten die Ermittler zunächst keine genauen Angaben. Die Polizei nahm den Deutschen noch in der Nacht vorläufig fest. Hessens Justizminister Poseck ist gegen Videos von Strafprozessen. Sie könnten Zeugen bei ihren Aussagen einschüchtern. Zudem könnten Zeugen oder Angeklagte gefährdet werden, falls die Aufzeichnungen in falsche Hände gerieten. Die Bundesregierung ist anderer Meinung. Sie plant, Zeugenaussagen und Urteilsverkündungen aufzuzeichnen und in Text umzuwandeln. Das könnte die Dokumentation von Prozessen beschleunigen und bei Revisionsverfahren helfen. Im Bistum Fulda sind in den Jahren 2000 bis 2015 mehr Menschen von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen als bisher bekannt. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung habe nun 111 Betroffene nach intensivem Aktenstudium ausfindig gemacht, teilte das Gremium am Abend mit. Zuletzt war für das Bistum Fulda von 89 Betroffenen die Rede gewesen. Wer sich während der Arbeit an einen Kaffee am Automaten holt, ist auch auf diesem Weg gesetzlich unfallversichert. Das hat das Landessozialgericht in Darmstadt entschieden. Es gab einer Verwaltungsangestellten aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg Recht. Die 57-Jährige war auf dem Weg zum Getränkeautomaten im Sozialraum des Finanzamtes ausgerutscht und hatte sich einen Lendenwirbel gebrochen. Sie hatte geklagt, weil die Unfallkasse das nicht als Arbeitsunfall anerkennen wollte. Gut zu wissen. Soweit erstmal die Nachrichten, Andreas. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Diese Titelmelodie haben Sie bestimmt auch noch im Ohr. Hätten Sie als Kind auch gerne in der Sesamstraße gewohnt, mit all Ihren liebenswerten, lustigen, manchmal chaotischen und anarchischen bunten Puppen? In Kassel kann man jetzt immerhin in der Sesamstraße in die Schule gehen. Das war der Wunsch der Schüler, mit dem sie sich durchgesetzt haben.
Es war aber gar nicht so einfach, denn so wie es vor 50 Jahren tatsächlich Vorbehalte gegen die Kindersendung gab, gab es auch beim Straßennamen erstmal Bedenken. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Gefragt haben auch die Schüler und Schülerinnen der offenen Schule Waldau und ihre Idee durchgesetzt. Hier kommt sie bald hin. Hessens erste Sesamstraße. Bei der Sesamstraße lernt man auch Inhalte fürs Leben. Mein Name. Sie steht halt für Freundlichkeit. Nach so ein paar Mal drüber nachdenken, hat man ja auch wirklich das verstanden, was hinter der Sesamstraße eigentlich steckt. Mein Name. Im Kasseler Stadtteil Waldau laufen gerade Bauarbeiten. Denn hier sollen neue Gebäude für Polizei, Feuerwehr und eben auch für die Schule entstehen. Wir waren ja aufgefordert vom Magistrat, der Ortsberat, den Namen zu benennen oder Vorschläge zu machen. Und dann haben wir gesagt, also die zukünftigen Anlieger, die sollten doch am besten darüber mal nachdenken. Das haben die Schülerinnen und Schüler der integrierten Gesamtschule auch getan. Rausgekommen dabei, Sesamstraße. Es passt halt zur Schule und man weiß halt, das ist ein schöner Ort. Rund 100 Namensvorschläge wurden eingereicht. Richtig kreative waren dabei. Am Ende? Batmanstraße oder Holzweg? Harte Konkurrenz, doch die Sesamstraße hat die meisten überzeugt. Ein Problem gab es da aber doch noch. Dadurch, dass hier Polizei und Feuerwehr auch in die Straße sollten, waren die, glaube ich, erstmal nicht so begeistert von dem Namen. Aber ich glaube, im Nachhinein haben wir die Politik dann doch überzeugt mit unserer Kampagne. Sonst wäre es wohl für die Schüler eher das hier geworden. Jetzt ist klar, nur der Straßenabschnitt, auf der das neue Schulgebäude stehen wird, wird zur Sesamstraße. Die Sesamstraße ist ja auch sehr vielfältig und ich glaube auch, dass das hier an unserer Schule der Fall ist. Hier ist es so, dass man gemeinsam lernt. Bei der Sesamstraße lernt man auch Inhalte fürs Leben. Etwas Neues gelernt haben sie hier auch, und zwar aktive politische Beteiligung. Es heißt ja nicht umsonst. Wir kommen zum Sport und zu einem der größten Talente in Deutschland. Kusch Rotagi aus Frankfurt ist gerade mal 8 Jahre alt und spielt schon in einer Erwachsenenmannschaft. Das liegt daran, dass man bei seinem Sport es nicht hier und auch nicht hier braucht, sondern hier. Das macht Spaß. Das ist aber auch ein knallharter Wettkampf. Manchmal bin ich total aufgeregt. Dabei ist es nur ein Spiel. Und das Spiel heißt Schach. Und er beherrscht dieses Spiel wie kaum ein anderer seines Alters. Denn Kusch Rotagi aus Frankfurt ist gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre alt. In dieser Altersklasse wurde er bereits Bezirks- und Hessenmeister. Und auch in der bundesweiten Rangliste ist er nach ganz oben geklettert. Schach ist für mich spannend, weil zum Beispiel, wenn mein Gegner Probleme hat, nachzudenken und ich einen ganzen Plan habe, wie ich gewinnen soll, dann mag ich das. Dann will ich gewinnen. Eine Faszination, die vom ersten Schachzug an da war. Damals, vor gerade mal 2,5 Jahren, zusammen mit seinem Vater. Das war noch zu Corona-Zeiten. Nach ein paar Monaten oder so hat er mich erstmal besiegt. Und seitdem, er hat sich jetzt so stark entwickelt und ist ein starker Spieler jetzt mal. Wenn ich mit ihm heute spiele, dann bin ich in 2 Minuten schon mal raus. Deshalb misst er sich mit Spielern, die seinem Leistungsniveau entsprechen. Beim TuS Maccabi Frankfurt, wo seit Jahrzehnten eine herausragende Jugendarbeit geleistet wird. Wenn man König G7 spielt, dann Dame A6 und dann König G8 um 1. Wir haben letzte Zeit sehr viel zu laufen, insbesondere bei den Kindern. Seit 1,5 Jahren bekomme ich fast jede Woche eine Anfrage zum Probetraining und das freut uns sehr. Etwa 30% mehr Kinder und Jugendliche. Und immer mittwochs trainieren die Besten zusammen mit Kusch. Der spielt gerne mit mir Schach, der macht auch gerne Quatsch, ich auch. Ich finde ihn sehr nett und lustig. Und wenn ich gegen ihn spielen würde, würde ich bestimmt viele komplizierte Sachen lernen.
Er spielt sehr schnell und auch sehr aggressiv gegen einen. Und wenn man einmal nicht aufpasst, hast du sofort die Stellung verloren. Und weil Kusch mit seinen 1,23 Meter schon einer der Größten ist, wird er natürlich auch interviewt. Hier von einem äußerst talentierten Nachwuchsreporter. Wie kannst du so jung, so gut Schach spielen? Weil ich schnell angefangen habe in 5 Jahre und sehr gut trainiere zu Hause. Wie lang trainierst du pro Woche? 4-mal trainiere ich mit meinen Lehrern pro Woche und jeden Tag trainiere ich so auf Schach-Apps. Sein Vereinstrainer ist Wladimir Gurewitsch, ein Großmeister. Diesen Titel bekommen nur die besten Schachprofis verliehen. Er hat eine gute Motivation, er liebt Schach. Und er hat ein gutes Geduld, was besonders wichtig für Schach ist. Kurios, dass Kusch und auch Roman in der ersten Mannschaft spielen. Das heißt zusammen mit Erwachsenen, wobei der Älteste über 70 ist. Auf einem Niveau, auf dem dieser Sport knallhart sein kann. Die Kinder spielen stundenlang gegeneinander, sind keine Mannschaftskameraden, die sie unterstützen können. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle und wenn man im Endeffekt verliert, dann sind die Eltern gefragt und auch müssen da sein, um die Kinder aufzubauen. Kuschs Eltern sind dafür da und freuen sich, dass ihr Sohn es gelernt hat, auch mit Niederlagen umzugehen. Ich sehe Schach nicht ein Leistungssport und ich will, dass Kusch auch bleibt wie ein Kind. Und bin ich froh, dass er hat auch weitere Interessen, zum Beispiel Kochen, Schwimmen. Er kocht sehr gern, er kommt zu mir in der Küche und hilft mit neuen Rezepten und das ist mir ganz wichtig. Außerdem ist Kusch ein guter Schüler und sehr musikalisch. Jetzt bin ich 8 und mit 12 will ich deutscher Meister werden. Mit 14 bin ich hoffentlich Großmeister. Und mit 16 vielleicht Musiker werden, aber nur vielleicht. Der Sicherheitscheck am Frankfurter Flughafen kann eine zeitaufwendige Angelegenheit sein. Aber diese Zeit kann man jetzt verkürzen. Dazu nochmal Claudia mit weiteren Nachrichten. Passagiere am Frankfurter Flughafen haben ab sofort die Möglichkeit, für die Sicherheitskontrolle Zeitslots zu buchen. Sie können dann eine extra Kontrollspur nutzen und so längere Wartezeiten umgehen. Das Angebot befindet sich noch in der Testphase und gilt zunächst für die Hauptverkehrszeiten. Die Zeitfenster können frühestens 72 Stunden vor Abflug kostenlos online gebucht werden. Damit sollen die Passagierströme besser gesteuert werden. Der Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück Flughafen Hahn geht in eine neue Runde. Insolvenzverwalter Jan-Markus Platner öffnete den laufenden Investorenprozess für weitere Bieter und sonstige Interessenten. Ein türkischer Flughafenbetreiber habe dazu einen Finanzierungsnachweis für einen Einstieg vorgelegt. Das Land Hessen hält noch Anteile von 17,5% an dem insolventen Flughafen. Ja, heute Abend 21 Uhr das Spiel der Spiele. Eintracht Frankfurt empfängt im Achtelfinale der Champions League den italienischen Tabellenführer SSC Neapel. Und am Mittag tummeln sich dann schon die ersten italienischen Fans auf dem Römerberg. Das italienische Fernsehen interviewte dort dann sogleich einige SSC Neapel-Fans. Ihre Stimmung am Nachmittag, ja, war gut, überschaubar. Ihre Anzahl Fanartikel schien dementsprechend nicht gerade reißenden Absatz zu finden. Bei strahlendem Sonnenschein werden auf jeden Fall schöne Fotos für Erinnerungen übrig bleiben. Und am späten Nachmittag sind dann doch ein paar hundert Napoli-Fans zusammengekommen. Das wird ein spannender Abend, Andreas. Das war's von Nachrichten. Tja, die internationalen Spiele sind ja was ganz Besonderes bei der Eintracht. Und Neapel ist bekannt für seine leidenschaftlichen Fans und die schönen Gesänge. Ja, und von den Neapel-Fans sind ja auch einige bei uns zu Hause. Heiko Neumann, wie sieht's jetzt aus vor dem Spiel? Gute Stimmung, alles friedlich? Absolut. Also wir haben bisher hier noch überhaupt keine Zwischenfälle mitbekommen. Wir haben gehört, dass es angeblich gestern Abend zwei kleinere Zwischenfälle gegeben hat in Sachsenhausen. Da wurden Fans von Napoli angegriffen, aber kaum verletzt worden. Ansonsten ist das wirklich alles hier sehr friedlich. Also wenn wir nochmal zurückerinnern an das Spiel gegen Marseille, ein Hochrisikospiel, da sind hier draußen im 10-Sekunden-Takt die Polizeiautos mit Blaulicht lang gefahren. Heute absolut ruhig. Wir freuen uns auf ein
richtig schönes Spiel und gegen Neapel, das kennen wir aus der Vergangenheit, da sieht die Eintracht ja immer sehr, sehr gut aus. Und das kann uns auch Matze Thoma vom Eintracht-Museum, grüß dich Matze, bestätigen. Hi. Also Neapel haben wir im Sack, oder? In der Vergangenheit genauso. Also der Blick in die Statistik zeigt, ja, haben wir. Wir haben viermal gegen Neapel gespielt, 1969 im Alpenpokal unvergessen 2-1 gewonnen. Dann 1994 zu Hause 1-0 gewonnen, das ist das Plakat. Oh, das schicke Gelb-Blaue, das Tetrak. Rückspiel in Neapel auch noch 1-0 gewonnen und der einzige schwarze Fleck ist ein Freundschaftsspiel 1997. Da haben wir 2-3 verloren, allerdings waren wir da Zweitligist. Ah, das kann man doch gut verschmerzen. Wie ist denn so dein Bauchgefühl? Trügt dich das? Wie lagst du immer richtig in den Champions League-Spielen? Und vor allen Dingen, was sagt er jetzt? Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl für heute. Eintracht hat sich ja ganz toll geschlagen in der Champions League. Und wir haben auch in der Europapokalsaison 21-22 vorm Spiel gegen Barcelona gesagt, oh, das wird sehr schwer. Also es deutet alles auf einen schönen Abend heute hin. In eurem Eintracht-Museum, da habt ihr ja massenhaft Eintracht-Historie stehen. Wenn wir in die Zukunft schauen, habt ihr denn noch Platz für den Champions-League-Pokal, dass man den noch irgendwie schön dahinstellen kann? Also wir haben angefangen zu sammeln. Wir haben den Ball vom ersten Champions-League-Spiel, das haben wir 0-3 verloren. Wir haben auch schon eine Man-of-the-Match-Trophy von Mario Götze. Und natürlich haben wir noch Platz. Oder den schaffen wir. Wir müssen nachverdichten, sagen wir dann immer. Aber wenn ihr den Ball vom ersten Spiel 0-3 verloren habt, ihr die Luft rausgelassen jetzt, ne? Nein, der steht stolz und trotzdem bei uns in der Vitrine. Okay, was erwartest du denn für ein Spiel heute Abend? Weil die Italiener sind ja schon nicht schlecht, ne? Tabellenführer, naja, das, so kann man es jetzt auch nicht sagen, aber Tabellenführer in Italien, das wird ein dickes Ding, ne? Ja, das wird ein dickes Ding, aber man merkt ja hier die Atmosphäre, die ist sehr, sehr euphorisch. Ich glaube, die Spieler sind auch euphorisch, hat man gestern gehört, rund um die Pressekonferenz. Und ich glaube, da kann die Eintracht gut mithalten. Das denke ich doch auch. Also Olli Glasner sagte, heiß wie Frittenfett sind wir und das können wir hoffentlich dann heute während der 90 Minuten bestätigen. Danke dir, Matze, für den Besuch und ab ins Stadion und in einer Stunde geht's los und Andreas, wir freuen uns drauf. Ja, wir auch. Falls Sie jetzt kein, ja vielen Dank Heiko Neumann, falls Sie jetzt kein Fußballfan sind, dann ist vielleicht das Lustigste aus der hessischen Fasnacht was für Sie gleich bei uns nach der Tagesschau. Und deshalb gibt's heute auch keine späte Hessenschau. Morgen wieder da, glaube ich. Jetzt noch das Wetter mit Stefan Labs. Ich freue mich auf morgen. Tschüss, bis dahin. Schönen Abend.